Moin, es sind Mia von Geeks Live Luxemburg an Hi Humor, Dat Lebt, Sabrina Kaufmann sitzen. Moin. Moin. Und wie geht's dir? Gut, euch selber. Ach, gut. Schon hören, du siehst uns ganz gerne Manga. Wie passt dann darüber kommen? Ma schon am Anfang immer leidenschaftlich gerne gezeichnet, sehr klang sind. Und wo ich am Anfang am Anime angefangen, am Fernsehen angefangen hat, Anime zu gucken, da habe ich mir gesagt, ja, den dritten Stil gefällt mir. Und da habe ich mich am Anfang ein bisschen mehr darüber spezialisiert. Und wie bist du in deinen ersten Manga gekommen? Weil ich selber gemalt habe, oder? Okay. Okay, den nächsten Manga, den ich am Anfang gekauft habe, das war, ich meine, wo ich 8 Jahre alt war, wo ich am Anfang noch nicht wusste, dass der Manga wäre. Ja, und mein erster Manga, weil ich selber publiziert habe, das war mit 15 Jahren. So, relativ frei also. Wie publizierst du sie meistens? Ich meine, das am Anfang immer von mir selber aus, natürlich durch die Verdicht, während der Vakanz ich hoffe, für was sie so zu kriegen, für das zu finanzieren. Aber meistens da gehe ich dann nur noch manchmal wie in einer Primerie oder ich meine, das im Internet oder so. Und da kriege ich am Anfang immer die Probedruck und dann manchmal den großen Druck einfach so. Wie lange brauchst du denn so durchschnittlich für E-Manga? Das hängt ganz davon ab, von der Größe. Mein letzter Manga, Ordalium, den ich gemacht habe, den hat 230 Seiten. Und dafür habe ich am Anfang 6 Monate lang gebraucht, wo ich 8 bis 11 Stunden all Tag gesessen habe. Das viel müsste dann außerhalb vom Manga noch irgendetwas? Also, ich sehe niemals viel. Illustrationen einfach so. Also ich meine auch Kommando für Klienten halt eben und ich meine auch Kuren für junge Schüler oder Workshops so. Was ist denn deine größte Inspirationsquelle für deine Geschichten? Das hängt ganz davon ab, von welcher Geschichte schon. Am Moment, die Manga, den ich lang gegangen sind zu zeichnen, da sind sie lauter kleine Geschichten über das allgemeine Alltagsleben. Du hast zum Beispiel Sachen, die ich an der Schule lebt, wie ich einen Prof noch beteiligt oder Sachen, die ich groß lebt und Geschichten, die ich erzählt habe. Und wie stellst du deine Zukunft mit dem Manga für? Ich gehe am Anfang immer gerne probieren, das hauptberuflich zu machen. Das heißt, ich gehe am Anfang nur ein bisschen mein Best für das ein bisschen weiter zu machen und ein bisschen mehr bekannter in Luxemburg zu gehen. An dem ich Workshops mache so, und auf Conventions gehen und halt eben ein bisschen davon rundherum schwatzen. Cool. Mal so ein schönes Merci. Ja, merci auch. Und das war's. Ja. Saturday, the kids play, fuck it. I'm ready, I'm ready, so daddy, I'm telling you, fuck, there's no